Sokrates als unsere Optimallösung, das und vieles mehr nach dem Intro. Ja, Leute, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt den Punkt in Frankfurt genossen. Und ich wollte gerne auf den Livestream von gestern eingehen. Wir haben ja Sonntag immer so eine, oder das ist immer so, wir haben gestern so ein Talk danach gemacht, so ein bisschen gequatscht. Was könnten wir denn noch verändern? Was könnten wir verbessern? Und auf die Frage hin, was könnte man vielleicht im Winter oder gegebenenfalls im Sommer nochmal tun? Auf den aktuellen Kader waren eigentlich nur zwei Positionen, die immer wieder reingeschrieben worden sind. Und zwar einmal Innenverteidiger und einmal Sechser. So, dann dachte ich mir, okay, Nico, Innenverteidiger oder Sechser, was könnte man denn da machen? Und dann fiel mir ein, wer hat denn schon so bei Werder gespielt, den man vielleicht auch mal wieder zurückholen könnte? Sokrates bei Arsenal aussortieren, nicht mal mehr im Premier League Kader drinne, also im Premier League Kader aufgerufen oder sonst was, nicht aufgelistet, gar nichts. Hat nur noch ein Jahr Vertrag, also beziehungsweise bis 2021 im Sommer, weniger als ein Jahr Vertrag noch und 6 Millionen Marktwert. Jetzt ist das Ding, wenn, wir spielen jetzt mal rum, wenn jetzt zum Beispiel Rashica im Winter gehen würde, könnte man ja vielleicht auch mit Sokrates eine Lösung finden bei Arsenal, um ihn vielleicht sogar schon im Winter zu uns zu holen, gegebenenfalls vielleicht gegen eine Leihgebühr, die dann natürlich nach einem halben Jahr endet ja der Vertrag in Arsenal, vielleicht ein Tick was höher ist, aber natürlich unter 6 Millionen, vielleicht liegt die dann bei 3 Millionen, sag ich mal. Und du hast einen Sokrates zurück in Bremen. Natürlich müsste er auf Gehalt verzichten, aber das wäre auch, glaube ich, der einzige Knackpunkt. Denn tendenziell ist Sokrates immer noch ein Spieler, der eine unfassbar gute Qualität hat. Ich erinnere mich immer gerne zurück an Sokrates. Als Abwehrchef in der Werder Innenverteidigung könnte ich mir ihn sehr gut vorstellen. Und vor allem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch einen Friedel gut ranführen würde dann. Also es wäre ja vom Ding her möglich. Und wenn wir jetzt mal, ich bin schon so ein bisschen so euphorisch, sag ich mal, glaube ich. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen weiterdenken. Sokrates ist eigentlich immer ein Spieler gewesen, der gerne spielen wollte. Und natürlich auch in einer gewissen Klasse spielen wollte. Aber man muss jetzt auch mal sagen, er ist halt schon 32. So, wird nächstes Jahr 33. Also, vielleicht möchte er auch einfach nochmal seine Karriere ausklingen lassen bei einem Ort, wo er sich wohlgefühlt hat. Würde doch Bremen passen, oder? Das wäre jetzt so meine Meinung, denn wenn wir über einen Abwehrchef reden, der uns auch wirklich sofort hilft, dann muss man schon so ein bisschen eine gewisse Qualität mit sich bringen. Klar ist Sokrates vielleicht nicht der passendste Spieler wegen dem Alter. Und ich verstehe auch das Argument mit dem Gehalt. Aber das sind vielleicht für mich so die einzigen Kritikpunkte eigentlich. Ich weiß, sein Wechsel stand ja eigentlich schon im Sommer kurz bevor zu Neapel, ist aber gescheitert. Und wie gesagt, jetzt befinden wir uns in einer Situation, wo er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Wäre vielleicht auch so ein Kreativlösungstransfer. Denn natürlich setzt du da nicht voll damit auf die Jugend, aber sogar das ist sicherlich jemand, der für 2-3 Jahre in der Innenverteidigung noch gut ist und vielleicht unsere jungen Innenverteidiger ranführen könnte. Beispiel Friedel. So, das wäre jetzt so meine Meinung, meine Ansicht der Dinge, sag ich mal. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreiben würdet, was würdet ihr denn von Sokrates in Werder halten? So, meint ihr, er würde passen? Meint ihr, er würde uns helfen? Meint ihr, das sollten wir vielleicht lieber nicht tun. Gerne alles in die Kommentare, gar kein Problem. Und schreibt mir rein, welchen Spieler soll ich als nächstes, sag ich mal, untersuchen? Wer könnte vielleicht zu Werder passen? Wer könnte uns vielleicht helfen? Und sind Innenverteidiger 6 überhaupt die Positionen, die gesucht sind? Alles in die Kommentare reinhauen. Und ihr wisst, Jungs, das Trikot hinter mir, das Gewinnspiel läuft immer noch. Bei 2000 Abos geht das Trikot raus. Der Schal ist ja schon raus, der Original Limited Edition Schal von Thomas Schaaf mit Unterschrift ist schon raus und ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn das Trikot hier bald als nächstes auch noch rausgeht, denn in nächster Zeit wartet noch viel mehr auf euch und das kann natürlich dann erst weitergehen. Ja, bis dahin, Jungs, euer Renico, ciao.